ungefähr 475 Uhr ihr Gackhaus-Schüssel gedreht hat und zwar mit Spaltantrieb ohne Elektrizität. Und der Schüsseldreher, der kann nur mit dem Lane de B drehen, weil rechts gar nicht dahin käme, eben das Eisen zu halen. Und so eine Schüssel auszudrehen, das dauert 3 Stunden. Und wir haben immer früher die Frauen müssen mit in die Drehkuhle und haben geholfen. Hunde dabei, Strümpfe strecken, die Kenne aufpassen. Früher gab es im Gackhaus 85 Heizer und 85 Drehbänke gab es. In fast jedem Haus wurde gedreht. Und Gackhaus war früher ein Wallfahrtsort. Da kamen bis zu 1000 Pilger am Tag in den Ort.